Noch immer in der Minderheit sind übrigens die Uschis. Auch wenn es bei dem großen Kunstfestival 48 Stunden Neukölln hier in unserem geliebten Kiez manchmal anders wirkte. »48 Stunden Neukölln«, Berlins größtes Kunst- und Kulturfestival. Mit mindestens 500.000 Programmpunkten in fast ebenso vielen Einrichtungen. Ja, Einrichtungen, sagte man zu den Veranstaltungsorten hier, denn 48 Stunden, das ist eher so ein soziales Projekt. Auch dieses Jahr wieder ging alles mit einer glanzvollen Eröffnungsfeier los. Und alle waren sie gekommen. Politiker, Sponsoren. Ein lustiger. Und natürlich gab es von Anfang an Kunst. Da ist man kompromisslos. Und siehe da, sogar der Waldi Hartmann ließ sich das nicht nehmen. Seit 10 Jahren gibt es dieses Festival. Und die Uschi war jetzt schon zum zweiten Mal dabei. Und wie sie dabei war. Uschi war so etwas wie das Phantom des Festivals. Alles und überall war geprägt von Uschi-Kunst. Und wenn sie mal ein bisschen Zeit hatte zwischen ihren Veranstaltungen in den Einrichtungen, dann machte sie sich mit ihren Freundinnen auf den Weg, um so viel wie möglich von der ganzen Uschi-Kunst zu erleben. Das ist übrigens keine Kunst. Da ist lediglich aus Versehen die Kamera in der Umhängetasche des Kameramanns angegangen. Aber immerhin erzählt dieses Bild von dem wunderschönen Wetter, was dieses 48-Stunden-Märchen aus Neukölln komplettierte. Überall gab es etwas zu mitmachen, ansehen und vor allem zu bestaunen. Unglaublich, was das für ein Gequirle und für ein Trubel war, all überall. Manche Einrichtungen waren zwar gar nicht immer geöffnet, aber nun ja, 48 Stunden müssen doch nicht 48 Stunden sein. Und wichtig ist doch am Ende, dass sich etwas verändert. Es sei egal, wie der Oberpariser heißt. Und das tut es doch. Man hat doch gleich die Auswirkungen gesehen. Man hat es doch gespürt auf den Straßen von Neukölln. Dieses Festival ließ keinen kalt. Die Kunst vermag doch so manches. Auch wenn die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Besuchers in einer Einrichtung sicherlich nicht länger als 35 Sekunden dauert, so sieht man doch all die glücklichen, beseelten Gesichter. Man sieht sie doch schon lächelnd reinkommen. Da brauchen sie erst gar nicht die Kunst zu sehen, sie lächeln schon vorher. Ist das nicht wunderbar?
Und der ganze Bezirk sieht schon wenige Stunden nach der Eröffnung wie ein anderer aus. Überall feiernde Menschen. Alle begehen dieses eine große Ereignis. Und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr. Wenn es wieder heißt, 48 Stunden sind wieder nicht genug. Die einen sagen, knapp vorbei ist auch daneben. Und die anderen sagen, wir sind eh so weit weg davon, irgendwas zu treffen, dass es auch schon wieder keine Rolle spielt.